Moin zusammen, wir sind angekommen in Österreich, starten heute mit unserer ersten kleinen Wanderung. Ich nehme euch da ein bisschen mit, keine Ahnung, ob das Video jemals online kommt, das sehen wir dann später. Und deswegen sage ich, starten wir hier mal vom Parkplatz von der Spielbergalm. Ich glaube, so heißt das, wenn nicht, steht es irgendwo nochmal richtig hoffentlich. Und dann geht's jetzt los. Heutiges Ziel, Bernkogel, 1,5 Stunden. Easy. Go! So, da oben ist unser Ziel. Ist jetzt zum Einstieg eine relativ kurze Wanderung, sind von dem Parkplatz ja, so 1,5 Stunden hoch. Man kann auch noch eine Rundtour rausmachen, schauen wir mal, wie es passt. Wir sind jetzt hier im November unterwegs, deswegen werden wir schauen, wie es aktuell schon mit dem Schnee ist. Vor allem Wetter, wird ja auch früh dunkel, dass man da nicht in irgendwelche Gefahrensituationen kommt. Und jetzt sind wir ja den ersten Tag hier, deswegen gemütlich eingehen und dann mal schauen, was die nächsten Tage bringen, ob alles so funktioniert, was Verletzungen von Tourenpartnern machen. Von daher müssen wir mal schauen. Noch ein paar Fakten zu der ganzen Tour. Also wir wollten ja hoch auf den Bernkogel, 1740 Meter hoch, sind gestartet ja vom Spielberghaus, 1301 Meter, konnten da auch noch mit dem Auto hinfahren. Im Winter ist das natürlich nicht mehr möglich, im Sommer ja, aber es gibt dort nicht so viele Parkplätze. Man kann die Tour auch von Saalfelden unten aus dem Tal starten. Die Wanderung ist allgemein bewertet mit der Schwierigkeit Rot. Also es ist für die meisten, die das hier schauen, wird das auf jeden Fall machbar sein. Wie gesagt, von den Höhenmetern jetzt auch am Anfang nicht so viel, wollten wir auch nicht. Waren jetzt ja auch seit dem Sommer nicht mehr in den Bergen unterwegs. Julia hatte ja auch bei den vergangenen Touren so ein bisschen Probleme mit dem Knie. Deswegen wollten wir es nicht übertreiben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, so eine Tour mit so 400 Höhenmeter für den Start perfekt. Auch im November ja das Wetter. Auch immer muss man ja schauen, wie das ist und auch vor allem das Thema Dunkelheit. Da hatten wir wirklich sehr, sehr Glück. Wetter war die ganze Woche gigantisch. Es war so, so warm. Die Jacke hatte ich wirklich nur unten an. Oben dann konnte man komplett im T-Shirt rumlaufen. War ich im Tal kalt, oben auf dem Gipfel warm. Aber dann hatten natürlich die Ausrüstung trotzdem, wie gesagt, auch im Rucksack drinne. Und so ging das eigentlich wirklich in einem sehr, sehr schönen Weg hier hoch. Waren hier auch in der Sonne Markierungen teilweise gut sichtbar, sowie auch später dann nochmal genauer beschrieben. Also von daher wirklich eine optimale Wanderung. So, also bis hierhin ein sehr schöner Weg. Durch den Schnee ist aber nicht immer erkennbar, wo es genau der Weg ist. Deswegen schaue ich, dass ich immer so ein bisschen mit dem Stock, immer ein bisschen reinsteche, um zu schauen, ob da vielleicht noch irgendein Loch ist oder sonst irgendwas. Teilweise muss man halt schauen, wo der Weg entlang geht. Das ist eigentlich schon eine relativ logische Linie, wenn man schon öfter in den Bergen unterwegs ist. Teilweise sieht man auch noch die Markierung. So eine Mischung aus beiden. Aber wie gesagt, wenn man das zum ersten Mal macht, muss man ja wirklich aufpassen, dass man da nicht irgendwo hinläuft, wo es dann doch steiler, rutschiger wird. Aber hier bisher geht es eigentlich ganz gut. Als Schuhe habe ich meine Hochtourenschuhe an. Ein bisschen drüber, muss man ehrlich sagen, aber ich hatte auch keine Lust, meine Wanderschuhe mitzunehmen. Von daher laufe ich mit denen, hat natürlich jetzt im Schnee auch den Vorteil, dass ich einen guten Halt habe. Meine Tourenschuhe sind ja auch nicht so schwer wie andere Paare. Von daher geht es ganz gut, habe auch meine Tourenhose an. Deswegen passiert hier auch nichts im Schnee. Sonst an Ausrüstung, Stöcke noch dabei, im Rucksack, Jacke, Trinken, Erste-Hilfe-Set, Handy, da habe ich natürlich noch ein paar Kameras dabei. Das ist eigentlich so das Wichtige, Sonnencreme. Gletscherbrille habe ich auf, beziehungsweise gerade nicht auf, aber hier oben.
sonst eigentlich nicht viel, was man hier braucht. Hab noch einen Wanderführer von der Region für den Fall der Fälle dabei, falls wir uns auch immer verlaufen würden. Ja, aber sonst ist es ja wirklich traumhaft hier. Boah, der Ausblick hier ist super geil. Von da unten hinten sind wir gekommen. Wir waren jetzt ja auch während der Zeit in Zell am See, dort in einem Hotel untergebracht, wirklich super schön, sind dann morgens immer mit dem Auto hingefahren, es war so eine 20-minütige Autofahrt dorthin, bevor wir dann letztendlich losgelaufen sind. Und je höher es natürlich dann später auch bei der Wanderung ging, umso tiefer wurde teilweise auch der Schnee. Hier bin ich dann auch mal den Spuren von irgendwelchen Tieren gefolgt, weil ich dachte, das wäre der Weg. Das war bis gleich eigentlich eine gute Idee, aber man sieht es, ging es einmal wirklich in Matsch, weil ich da dann doch ein bisschen zu weit rechts gelaufen bin. Auf dem Wanderweg natürlich besser gemacht. Auch nicht, ist auch noch tiefer. Wir bleiben im Schnee. Ach, da wäre der Weg gewesen. Ja, war da rechts gewesen. Ha. Schaffen sie. Das Gute ist, dass er so ein Holzbrett, da kann nichts wegkrachen. So, also hier waren jetzt gerade ein paar ziemlich hohe Stufen. Also wenn man größer ist, geht das natürlich. Aber wenn man ein bisschen kleiner ist, sind auch schon gewaltige Stufen. Ist gerade, wenn man es halt im Winter nicht genau sieht, ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, im Sommer kann man da mit so ein paar Tritten das wahrscheinlich leichter umgehen, als wir das jetzt machen können. Ja, dann kam hier eigentlich so der letzte finale Anstieg hoch Richtung Gipfel. Hier war es ja so, hier hatten wir wirklich ab und zu mal so ein bisschen höhere Stufen. Dort musste man, finde ich, vor allem aufpassen, wegen den Schneeüberwehungen. Da hat es manchmal so ein bisschen ausgesehen, als wäre die Stufe schon einen Ticken früher. Gerade beim Runtergehen war das dann wichtig zu schauen, wo es wirklich die Kante, dass man da nicht wegrutscht. Und auch da habe ich wieder meine Stöcke dann benutzt, um zu schauen, wo es das wirklich war. Es ist manchmal auch ein bisschen Schnee zur Seite geschoben. Und so ging es dann da hoch. Für mich, wie gesagt, diese großen Tritte, großen Stufen waren kein Problem, allein aufgrund meiner Körpergröße. Ich denke, wenn man dort im Sommer unterwegs ist, hat man natürlich, sieht man auch, dass man links und rechts wahrscheinlich noch so ein paar Hilfstritte mitnehmen kann. War jetzt bei uns nicht sichtbar. Und jetzt waren wir dann hier schon, dachte ich, am Gipfel. War es aber noch nicht ganz. Der Gipfel war noch ein bisschen weiter hinten, aber auch hier wirklich super schöner Platz. Und hier hat man dann zum ersten Mal diese Fläche oben auch gesehen. Wirklich niemand unterwegs, da war keine Menschenseele. Und dann kam eigentlich für mich so der coolste Part jetzt noch hin, Richtung zum Gipfel. Und weil es da oben, ich nehme mal an, ist so ein bisschen sumpfig, moorig, hat man so ein bisschen gesehen, da haben da so Holzbretter, wie so ein kleiner Steg, hat da so ein bisschen geführt. Und da lag natürlich schön der Schnee drauf, es war wirklich cool, dann als erster wieder drüber zu laufen. Muss man so ein bisschen balancieren, weil links und rechts, ich habe da ein bisschen mal mit dem Stecken reingesteckt, es war schon sehr, sehr, sehr matschig, wenn man da abgerutscht wäre, es wäre natürlich nicht wirklich was passiert, aber der Schuh wäre auf jeden Fall nass geworden, von daher wirklich nochmal so ein kleines Highlight fand ich so am Ende. Wirklich auch dieser Schnee macht natürlich auch so eine Wanderung ganz so besonders. Im Sommer ist es natürlich klar, da sind viel mehr Leute unterwegs. Da ist man nicht allein, da hat man nicht den schönen Schnee, den schönen Ausblick. Also Ausblick schon, aber nicht alles in weiß. Und von daher war das natürlich schon ein Highlight und wertet natürlich so eine Wanderung auch extrem auf. Natürlich Nachteil im Winter. Schnee ist es anstrengender. Man hat eine leichtere Rutschgefahr, muss dann definitiv mehr aufpassen. Man hat natürlich kürzere Zeiten, in dem Sinne, dass es halt früher dunkel wird und später hell. Man hat einfach letztendlich andere Gefahren, von daher muss man schauen. Und wir hatten jetzt wirklich hier im November Glück, dass es wirklich solche traumhaften Bedingungen waren. Wirklich, dass es so warm war, so gutes Wetter und so gute Bedingungen. Von daher gingen natürlich auch solche Wanderungen. Musik.
wir sind am Gipfel angekommen, haben jetzt, ja, wenn man die Pausen abzieht, so eine Stunde 30 hochgebraucht. Hat super Spaß gemacht hier im Schnee. Letzter Part war wirklich deutlich steiler, waren ja teilweise diese größeren Stufen. Ging es jetzt ja auch noch über diese Holzbretter rüber, also das hat richtig Spaß gemacht. Es ist einfach wunderschön hier oben, keine Menschenseele zu sehen. Das ist echt traumhaft. Ja, so. Ja, wir haben uns dann am Gipfel entschieden, wieder den gleichen Weg runter zu gehen, jetzt nicht noch diese Variante zu machen, der eigentliche Wanderweg und Rundwanderweg, wie er auch beschrieben ist, letztendlich in dem Wanderführer, ist vom geht es erst von dem Spielberghaus Richtung Nahe Alm und dann hoch auf den Bürgelkopf und vom Bürgelkopf zum Bernkogel und vom Bernkogel dann den Weg wieder runter, den wir jetzt auch als Hochweg schon genommen haben zum Spielberghaus. Wir haben uns letztendlich jetzt aufgrund des ersten Tages dazu entschieden, jetzt es bei dem Umfang zu lassen. Julia hat ja, wie gesagt, Probleme im Knie. Meistens sieht man das halt erst beim Runtergehen. Deswegen haben wir gesagt, gut, nehmen wir natürlich jetzt den kürzeren Weg. Sonst ist das andere natürlich eine schöne Variante, weil dann hast du letztendlich einen Rundweg, läufst nicht jeden Weg zweimal, was ich immer ganz cool finde. Und jetzt hier so beim Runterweg natürlich die Besonderheit, die Sonne hat jetzt noch ein bisschen länger geschienen, das heißt der Schnee wurde schon ein bisschen weicher, musste man schauen, dass man nicht rutscht. Im Schnee, finde ich, ging es eigentlich relativ gut, aber gerade unten dann im Wiesenbereich, da muss man, finde ich, noch ein bisschen mehr aufpassen, weil wenn die Wiese so matschig ist, dann rutscht man da doch dann schnell aus, aber jetzt hier an dem Tag nichts passiert bei. Das hat also gut funktioniert. Mal so ein bisschen ins Schlittern gekommen, ja, aber jetzt nicht irgendwie was Dramatisches. Bei den größeren Stufen, wie gesagt, habe ich es nochmal geschaut. Schnee ein bisschen so beiseite getreten, dass ich sehe wirklich, wo es die Kante, nicht, dass man so ein bisschen weiter zuvor geht und da irgendwo dumm umknickt. Das muss natürlich wirklich nicht sein. Von daher auch bei solchen Sachen immer aufpassen, weil auch hier, wenn du wegrutschst oder sonst irgendwas, keine Ahnung, kannst du ja wirklich mal was an den Bändern machen oder einen Knöchel brechen. Von daher da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen auch die Stöcke nutzen. Im leichteren Gelände siehst du es auch, ich habe eine Kamera in der Hand. Von daher muss man da wirklich besonders auf achten, im Zweifelsfall die Kamera wegschmeißen. Vorbildlich wäre es, wenn man so natürlich macht, wie Julia beide Stöcke nimmt und nicht wie ich. Kamera nochmal kurz auf den Weg am Handy checken und sonst irgendwas machen, sondern wirklich rein auf den Weg konzentrieren. Kann ich da immer nur mitgeben. Hätte mich fast hin. Hä? Ja, wenn mich fast hingelegt hätte. Aber weil ich elegant bin, habe ich so hinbekommen. So, sind jetzt wieder fast unten. Haben uns jetzt entschieden, weil die Wiese ziemlich rutschig und jetzt nass ist, dadurch, dass auch die Sonne drauf geschienen hat, nicht den Weg jetzt hier runter zu gehen, sondern den breiten Feldweg. Ist einfach ein bisschen entspannter. Also wirklich sehr, sehr schöne Eingehtour von den Höhenmetern, wie auch von der Dauer. Jetzt natürlich durch den Schnee teilweise schon ein bisschen rutschiger, muss man ein bisschen mehr aufpassen als im Sommer. Oben, wie gesagt, die Stufen. Wer groß ist, für den ist das kein Problem, aber ein bisschen kleiner ist, das ist ja schon ein bisschen anstrengend. Und dann aber so das Highlight wirklich, über diese Holzbalken darüber laufen, dann zum Gipfel. Das hat super Spaß gemacht, super schön jetzt hier. Würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Eingehtour.